Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Rogue Company. Ja, vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht, ich hoffe nicht, aber ich bin etwas erkältet, könnte man sagen. Aber ich bin auch voll motiviert, denn King of the Hill ist zurück als zeitlich limitierter Modus. Und das noch bis Anfang März. Ich weiß jetzt nicht genau bis wann, aber ich glaube 2. oder 3. März. Bin ich mir aber inzwischen auch nicht mehr so sicher. Habe ich alles im Update-Video erwähnt? Ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, dass ich das aufgenommen habe. Naja. Ja, King of the Hill. Ein ganz unterhaltsamer Modus, ein schneller Modus, der inzwischen sogar in die Rotation für die Rangliste hinzugefügt wurde. Ja, inzwischen ist es so, dass man also random in ein Match entweder King of the Hill oder Zerstörung kommt in der Rangliste. Und das gibt dem Ganzen doch ordentlich Abwechslung. So. Okay. Ja, King of the Hill. Es gab ein paar Änderungen. Der Modus wurde insgesamt ein bisschen länger gemacht. Oder sagen wir so, er wurde teilweise ein bisschen länger gemacht. Huh. Komm schon, trifft doch. Oh lol. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Weg da, raus da. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja, ne Objection. Ah, das habe ich schon gesehen. Als die vor mir stand, habe ich instant gesehen, dass das eine Objection ist. Eieieiei. So, sehr gut. Das ist absolut nicht gut. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst mal versucht. Ach du Schande, ja. Ich bin selbst mal versucht, ein bisschen mit der Objection zu spielen. Nur habe ich sie nicht gemeistert. Oh, wie! Ach, komm, was ist auf einmal hier los? So nämlich. Alle haben gedacht, die Objection wäre der übelst krasse, eine übelst krasse Waffe. Aber hier, die Mark IV regelt. So. Okay. Oh Gott, oh Gott. Treffen wäre aber auch nicht schlecht. Hiya! Das war schade. Aber sie ist down, sehr schön.
Sehr schön. Ja, die Mark IV regelt. Ja, genau. Oh, der war fies. Der war richtig fies. Ja, Seekers Pfeil ist verdammt stark. Da hat man es gerade auch schon gesehen, der ist One-Hit, wenn man trifft. Beziehungsweise wenn er zuvor vom Boden abprallt. Und wenn man dann trifft, ey, der ist richtig gut, der Junge hier. Spar den Pfeil. Oh, das war ein Stick. Ne. Ah, verflucht. Nee. Ah, da wollte ich die Objection nutzen. Ja, das war zu viel. Da wollte ich zu viel. Yo! Da steht er einfach mal hinter der Kiste. Ja, das ist doch eine ganz gute Runde. Raus, raus, raus. Das und das ist unvorteilhaft. Und in den nächsten Hill. Pain. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut. Ja, hast du dir so gedacht? Aber wir kriegen trotzdem die Punkte, weil ich noch drin war und keiner von den Gegnern. Das ist gut. So, und wir sind auch leicht in Führung, aber das muss nichts heißen. Ja, das hätte ich besser machen können. Verflucht. Nein, 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 nein. Es lief gerade so gut, es lief gerade so gut. Nein, 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 nein. Nein, daneben, so knapp, so verdammt knapp. Oh, schade, schade. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist die beste Taktik, die man gegen einen Lancer mit einer Objection hier fahren kann. Wie kann das kein Kill sein? Okay. Bleibt im Hill, bleibt im Hill, bleibt im Hill. Wir brauchen die Punkte. Ja, gut, sehr gut. Das ist sehr gut, sehr gut. Den habe ich zu spät gesehen. Na.
Das ist Lebensablass, ist eigentlich genau das richtige Extra für den Modus hier. Das kann nicht sein. Ja, nein! Nee. Und dann kommt die von der Seite, das gibt's nicht. Nein, das ist der letzte Hill. Die müssen da raus. Oh. Sie müssen nicht notgedrungenermaßen sterben, aber sie müssen raus da. Nein, die Runde war so gut. Renn, Junge, renn. 2, 3. I'm down. Hey, get up. Thanks, man. Rein da. Und das war's. Yes! Oh, Mann. Oh, wow. Ey, das war mal eine Runde. Gut, ich bin zwischendurch auf die Mark IV gewechselt, aber man muss dazu sagen, es ist eine Mechanik, die im Spiel ist. Und deswegen ist es okay. Oh, so, ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Mich würde es sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.